Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind dabei, Ron Weasley in den Kerkern zu folgen. Dort sind wir in der letzten Folge frisch angekommen, denn er ist der festen Überzeugung, dass sich Sirius Black, einer der gefürchtetsten Massenmörder der ganzen Welt, hier unten befinden soll. Einer der gefürchtetsten Todesser, sogar in dem Falle. Und ja, da der gute Ron ein Arschloch ist und nicht auf uns wartet und gleich weitergefitscht ist, wir es uns aber nicht so leicht machen können, sollten wir jetzt mit ganz, ganz viel Vorsicht unseren Weg hier weiter bestreiten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Wobei ich glaube, ja, in der Ecke waren wir, glaube ich, schon, ja. Ne, gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Ich gehe mal davon aus, dass Vergangenheitswishes und Vergangenheitszuschauer daran gedacht haben, da hinten alles zu sammeln. Hör zu! Wir müssen Professor Dumbledore holen. Sei doch still, er ist da in der Ecke. Weiter. Ron! Viel Safttrank. Jetzt sind wir quitt. Vielleicht sag ich ja auch, Sirius Black hätte dich hinaus in die Nacht geschleppt. Gute Nacht, Potter. Ron! Woher wusstest du, wo ich bin? Peeves! Er konnte es kaum erwarten, Dracos Pläne auszuplaudern. Ja. Hier, deine Sachen. Auch die Karte des Rumtreibers. Ja, hier, Karte des Rumtreibers. Habe ich gerade gefunden. Wow. Ich bin baff. Ron Weasley hat uns gerettet. Davor in eine Schlucht zu fallen. Nee, in die Schlucht sind wir sogar gefallen. Hättest du uns nicht eher helfen können, du Arsch, wenn du da die ganze Zeit hinten gestanden hättest? Ohne Witz, Alter. Der Asi, ne? Zeig die Karte, wie man hier rauskommt? Statt zu sagen, hey, Harry, du folgst da gerade einer Raubkopie von mir. Nein, er ist hinter uns hergerannt. Da ist ein Gang eingezeichnet, aber ich weiß nicht, wie wir reinkommen. Nein, er ist hinter uns hergerannt und hat extra noch gewartet, bis Draco uns runterschubst. Was ein Penner, Alter. So, gut, Ronald, dann helf uns mal wieder aus der misslichen Lage, die du uns eigentlich eingebrockt hast, ja. Was geht hier ab? Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Ich sag ja, die haben es hier nicht wirklich mit Sicherheit. Hat sich Hogwarts nicht wirklich auf die Fahne geschrieben. Ach du Heiliger, Alter, wer hat euch denn vom Herr der Ringe-Set freigelassen? Ach du Heiliger! Was war's zum... Ron, geh da mal weg. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich hier. Lassen wir mal Harry da vorne stehen, benutzen ihn mal als Deckung. Das kannst du sehr gut, mein Freund. Wo kommen denn diese ganzen Goblin-Zwerge hin? Ich gehe mal davon aus, dass es einfach Goblins sein werden. Wo kommen die her, Alter? Wie kann man denn auf das Gegner-Design? Jetzt mal ehrlich, Leute. Was war das? Hat er mich vollgestänkert? Das ist schon hardcore, dass du so hart stinken musst, dass selbst Ronald Weasley das unangenehm ist. Volles Programm, mein Freund, volles Programm. Alter, Dumbledore, Junge. Du hast Kinder hier und nicht gerade wenig. Was hältst du mal davon, hier ein bisschen Sicherheit zu schaffen in deinem Schloss? Wie zwei Profis hier. Wäre Hermine doch nur hier. Ja, was soll sie machen, Alter? Wenn Hermine hier wäre, würde sie dir einen in die Fresse hauen. Womit? Mit Recht. Mit rechts und mit rechts. Also wir wissen ja, dass der Teil, wo Hermine wahllos andere Schüler verprügelt. Hat die dafür auch Hauspunkte bekommen im Buch? Kann ja sein. Vielleicht wollten sie damit auf die Szene anspielen, dass sie uns Hauspunkte dafür geben, dass wir andere Schüler vermöbeln. Wahrscheinlich wollte Draco, Mann, uns gar nichts Böses, sondern er wollte nur Hauspunkte für Slytherin sammeln, ne? So, ey, wenn man jemanden auf die Schnauze haut und dafür schon 10 Punkte bekommt, wie ist denn das, wenn ich jemanden in den Kerkern... Was zum Fick, Alter? Wie ist denn das, wenn ich jemanden in den Kerkern einsperre? Kriege ich dann 50 Hauspunkte für Slytherin? Slytherin. Prima, finde ich gut. Bildkarte berühmter Lexen und Zauberlell. Wer auch immer auf die Idee kam, die hier unten zu verstecken. So, das war's aber dann auch. Hedwig! Ich rufe dich! Hedwig!
So, mach dich mal nützlich, du fliegender Schneeball. Hier, Futter. Für dich. Hol Hermine. Ah, Hermine soll ich holen. Hol Hermine. Ich hab's verstanden beim ersten Mal. Schleppt ihr jetzt die ganze Zeit Eulenfutter mit sich rum? Boah, Hedwig, Alter. Zu viel Eulenfutter gefressen. Hol Hermine. Hol Hermine. Ach du heiliger Bimbam. Nee, da soll ich nicht hoch. Jetzt muss ich erstmal gucken hier. Besoffene Eule hier. Ach du heiliger. Oh Gott, Harry, fütter nicht so viel an deine verdammte Eule. Dann steuert die sich auch mal wieder besser. Was machst du, Hedwig? Du musst die Treppe hoch. Beleidige meine Eule nicht, du Penner. Heftig, Mann. Der macht das Ego meiner Eule hier kaputt. Ja, die hat auch Gefühle. Welche Treppe? Bist du besoffen? Irgendeine Treppe soll ich hier hoch. Seht ihr hier eine Treppe? Ron, geh mir aus dem... geh mir aus der Sicht, Junge. Ohne Scheiß. Sonst scheiße ich dir auf den Kopf. Ich kann das. Ich bin Vogel. Genau wie du. Eigentlich sind wir aus der gleichen Familie. Nur, dass ich klügerer bin. Ich weiß nicht, welche Treppe ich hier hoch soll. Der Junge ist doch querbehindert. Wir gehen einfach die Treppe da runter. Ach du Heiliger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich tue mich hier echt schwer mit dem Fliegen. So, ja, im Endeffekt müssen wir eigentlich rein von der Logik her in den Gemeinschaftsraum. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Hedwig, Alter. Boah, du wirst sowas von auf Diät gesetzt, mein Freund. Da kannst du aber drauf Gift nehmen. Und sie fliegt von dannen wie eine Friedenstaube. Psst, da kommt jemand. Hermine? Was um Himmels Willen machst du hier, Harry? Du solltest eigentlich im Krankenflügel sein. Das ist eine lange Geschichte. Über Malfoy und Vielsafttrank. Machen wir lieber, dass wir hier rauskommen. Hauptsache, ne? Sie denkt sich jetzt auch so, ja komm, hängen wir hier ein bisschen rum. Versteht er? Rumhängen? Ja, tut mir leid. Ich bin nicht witziger geworden seit der Pause. Ist nur schlimmer geworden. Gut, jetzt haben wir die Einzige mit ein bisschen Grips im Kopf hier. Wahrscheinlich brauchten wir Hermine wegen irgendeiner Fähigkeit hier, damit wir weiterkommen. So, was war Madames Fähigkeit nochmal richtig? Sie konnte den Eiskram hier machen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier irgendwie hoch... Ach, das kann ich hochheben? Ach, was? Helft ihr mir, Jungs? Nein? Lass das Mädel alles allein. Ich wette, du passt nicht durch das Loch da unten, Hermine. Fick dich, Ron, Alter. Du fette Sau. So, warte mal, dann... Harry hierhin? Ron hierhin? Hermine, kannst du dich da durchquetschen? Naja, lass mal. Hier, Madame, ran. Ihr fetten Kinder, ihr. Kriegt ja nichts gebacken. So, da komme ich so nicht dran. Ich glaube, wir müssen zu diesem Schalter. Glaubst du das, Madame? Jetzt, das sieht natürlich wieder hardcore sicher hier aus. Ach du Heiliger, ach du Heiliger. Ja, das ist auf jeden Fall ein typisches Frostlevel. Dann will ich mal eben kurz meinen Frosty-Zauber auch aktivieren, beziehungsweise ausrüsten. Kann ich das wegfrosten? Das wäre schön. Ich würde mich gerne erstmal frei bewegen, damit ich mir hier eine Übersicht von dem ganzen Chaos hier machen kann. Boah, die Steuerung! Einmal mit Profis zusammenarbeiten, ne? Miss Granger. Aua! So, du weg. Und du auch weg. Sehr schön. Wenn die Steuerung ein bisschen besser funktionieren würde, würde das hier auch ein wenig mehr Spaß machen. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass ich von der Grund- und Level-Idee her immer noch hart begeistert von dem Teil bin. So, du auch weg. So, perfekt. Was bist du? Bist du nur da zur Dekoration, weil Dumbledore sich gedacht hat, sollte jemand sich hier unten irgendwann mal verlaufen, hat er wenigstens so ein komisches Teil hier, was er sich anschauen kann und wo er sich drüber freuen kann. Ich habe es gefunden, Mr. Dumbledore! Ach du Heiliger, Alter. Ist schon wieder Krieg.
Kann ich die von hier unten erwischen? Das klappt sogar mehr oder minder. Das macht auch Sinn. Wie gut, dass wir... Alter! Wie gut, dass wir Verteidigung gegen die dunklen Künste hatten, bevor wir hier unten gelandet sind. Sonst würden wir hier unten elendig verhungern. Danke dafür, Mr. Dumbledore. Nein, du sollst... Ja. Jetzt haben wir wieder das Problem des Anvisierens, Freunde. Ihr seht das. Ich kann das Wasser nicht anvisieren. Alter, die Nerven da oben. Kann ich die von hier töten? Ja, das funktioniert. Das ist sehr, sehr komisch. Ihr müsst wirklich auf den Abstand achten. Das ist nämlich genau das Problem, was wir vor ein paar Parts auch mit Ron hatten bei der Lichtkugel. Ihr müsst echt auf den Abstand achten. Sonst könnt ihr die Sachen nicht vernünftig in Visier nehmen oder triggern. Das ist halt Oldschool-Gameplay. Muss man sich dran gewöhnen. Da bin ich wahrscheinlich schon, ja, ein bisschen zu, sag mal eben schnell, zu verwöhnt. Was so Feedback und Hitboxen angeht, war ja durch neuere Games, ne? Da muss ich mich wieder ein bisschen mehr dran gewöhnen. So, erstmal hier wieder die Kavallerie hier wegkillen. Mord und Totschlag. Genau das wollen die Lehrer hier von uns. Anders kann ich mir das Ganze hier nicht erklären. Ich würde das jetzt passend kommentieren, aber... Nein, nicht wieder rumhängen, Mädel. Aber belassen wir es einfach dabei. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Und das hat mir jetzt was gebracht? Warte mal, machen wir das Ding mal komplett kaputt. Das hat mir nichts gebracht. Nichts hat mir das gebracht. Müssen wir uns doch fallen lassen? Ja. Ach du heiliger Bimbam. Ach du heiliger Bimbam. Ja, das ist hier Sicherheit hoch 10. Ich krieg Angst. Oh, wir schaffen das, Miss Granger. Wir schaffen das. Wir sind alle bei dir. Das Reparo-Zauberbuch. Ich hab es. Das klingt das erste Mal wie ein Zauber, der auch wirklich sinnvoll ist. Ich sehe auch gerade, Hermine lernt auch die meisten Zauber von allen, ne? So, von daher ist sie wahrscheinlich hier auch die wertvollste von allen. Weil ich glaube, Harry und Ron hatten beide nur noch 2 freie Felder an Zauber. Und Madame hat hier schon noch ein paar mehr. Du sollst da... Danke. Danke. Und jetzt natürlich die Frage. So, wir können uns zurück reparon. Warte mal, was bringt mir das, wenn ich das Teil hier zurück reparole? Nehmen. Was bedeutet nehmen? Ja, wir können es schieben und ziehen. Das ist... Toll ist das. Was mal los? Ich gehe mal davon aus, dass es nur dafür gedacht ist, damit wir wieder zurückkommen. Denn wir werden den Zauber wahrscheinlich... das war dumm. Oder? Nee, das war klug. Ja, okay, nee, doch. Das ist irgendwie sinniger, das Teil hier runterzuschieben und dann einfach... hier rüber zu springen. Weil ich glaube, bis auf Harry waren die, was Springen angeht, die anderen beiden Pappnasen jetzt nicht die begabtesten. Aber wie gesagt, ich finde die Idee echt cool, was die Fähigkeiten anbelangt. Es macht auch Sinn, dass Hermine die meisten Zauber lernt. Madame, du sollst da hoch. Dankeschön. So, und jetzt können wir auch das Teil hier reparieren. Wenn ich jetzt... Ja, jetzt haben wir wieder das Problem von der Aktivierungsbox. Ah, müssen wir Stückchen für Stückchen aktivieren. Gut. Ah, alles klar. So machen wir das. So, wo sind die beiden Pappnasen, die mich hier umbringen wollten? Sind sie abgezwitschert? Habt ihr nochmal Schwein gehabt, Alter? Sonst hättet ihr jetzt auch einen Kinnhaken von mir gekriegt. Aber der wäre nicht von schlechten Eltern gewesen. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt so... Darf ich da runterfallen? Ja, meine Güte. Madame, ey, mach mir Angst hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir jetzt zurück zu unseren beiden Pappnasen hier sollten.
Aber wo könnten wir noch was reparieren? Ich habe keine Ahnung. Oder geht es jetzt hier irgendwo anders weiter? Ja, hier geht es wahrscheinlich jetzt erstmal weiter. So, reparieren. Hermine, die Handwerkerinnen. Hermine, die Handwerkerin. Wir arbeiten auch an Wochenenden und Feiertagen. Aber nicht lange. So, da renne ich jetzt einfach mal durch, um Zeit zu sparen. Und was geht hier schon wieder ab? Aua! Ja, geht... Dankeschön. Was soll ich mit den Viechern anstellen, Leute? Och nein! Och, wo habt ihr mich denn jetzt schon wieder rausgeschmissen? Oh, seid ihr Ratten. Ich hab doch keinen Lumos. Wie soll ich die Viecher denn töten ohne Lumos? Ihr Flitzpiepen, muss ich wahrscheinlich direkt durchrennen. Ich schneide euch das ganze Schauspiel hier jetzt mal. Wir sehen uns gleich wieder. So, am besten da durchrennen, ohne dass mir die halbe Mähne wieder wegkokelt. Ja, so viel dazu. Und jetzt erstmal gucken, wie ich die Kameraden hier killen kann. Kann ich die per... Alter! Oh, die machen aber auch Damage, ne? Das ist nicht von schlechten Eltern. Ja, was soll ich tun, Leute? Was soll ich tun? Ich kann ohne Lumos, rein logisch, ihnen keinen Damage machen. Oder hat sie Lumos? Nee, Glacius, Expelliarmus. Ich könnte probieren, sie einzufrieren. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, ist das gemein, Alter. Die machen aber auch Damage. Der ist nicht von schlechten Eltern. Ach ja, ich wiederhole das gerne nochmal 10.000 Mal. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir sollen da später erst hin. Ich glaube, wir müssen die beiden Panneköpfe erstmal rüberholen. Mit Ron könnten wir denen dann auf jeden Fall Schaden machen. So, ich guck mal, ob ich wieder zurück kann. Habe ich gefunden, ja. Ah! Alles klar. Prima. Kommst du an den Schalter, um uns rauszulassen? Ja, ist viel sinniger. Ist mir nämlich gerade eingefallen. Danke, Hermine. Wenn wir dich nicht hätten... Fantastisch! Gut gemacht. Ich hoffe, wir kommen jetzt alle hier raus. Ja, wenn ihr mich nicht hättet, Leute, dann wärt ihr gar nicht so weit gekommen. Wobei man sagen muss, in den ersten beiden Teilen ist Hermine ja wirklich kurz gekommen, ne? Die war ja fast nicht vorhanden. So, hier einfach durchrennen. Ah, fuck. Ich hab, Dingens nicht ausgerüstet. So. Lumos. Autsch! Halt's Maul! Mecker nicht rum. So, dich kill ich. Ich bin verletzt! Aber Hauptsache erstmal meckern, Harry, ne? Was machst du da, Hermine? Soll ich einen Arzt rufen? Geh doch mal weg, Frau! Lassen Ron hier arbeiten. Was macht das Scheißvieh? Rennt das von mir weg? Hallo? Warum kriege ich das denn jetzt nicht sichtbar? Ja, dann soll es halt abhauen, ist mir egal. Ja, das ist mir jetzt zu blöd, hier mit dem hier rumzudiskutieren. Stattdessen öffne ich lieber eine Kiste. Prima. Prima. Die Sachen sollten wir uns irgendwann eigentlich mal anschauen und mal durchlesen. Machen wir aber, glaube ich, alles später. Ist, glaube ich, besser, wenn man das irgendwann... Autsch, Autsch, Autsch. Wieso kriegt der blöde Potter denn jetzt... Ich glaube, wir müssen das Vieh töten, damit es weitergeht. Oh, ist das Vieh nervig, Alter. Oh, ist das nervig. Hermine, helf mal eben dem Volltrottel mit Glacius. Ich muss mal eben kurz das Feuer wegmachen, sonst kann ich das Vieh nicht vernünftig verfolgen. Nein, Fräulein! Oh, ich hasse es. Diese Steuerung, Alter. Nein, du sollst... Danke. Das sollst du erstmal wegmachen. So, Harry, du bist unnötig. Du bist nur da, um den Namen zu geben. So, jetzt haben wir ihn. Ja, es wird langsam schwieriger, doch. Es müsste nicht so schwer sein, wenn die Steuerung funktionieren würde, aber es wird schwieriger. Was sind denn das für Dinger? Rotaffen! Siehst du denn nie? Was für Rotaffen? Brotaffen? Ich kenne keine Brotaffen. Ah! Ich kann mich nicht bewegen. What the fuck? Was ist mit Hermine passiert? Hermine? Ich keine Ahnung, was jetzt... Ja, machst du platt, Harry. Ich wollte zu Hermine wechseln und sie bleibt stehen und ich wechsle automatisch zu Harry. Ganz, ganz komisch. Heftiger
Heftiger Scheiß, Alter, heftiger Scheiß. Ja, die Steuerung ist echt problematisch mittlerweile. Was passiert jetzt? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass meine Playstation jetzt den Geist aufgegeben hat. Komm, das Let's Play musst du noch durchhalten, alte Lady. Das schaffst du noch. Okay, sind wir jetzt draußen? Nein. Gelangst du ungesehen durch den Ausgang, werden deine Freunde dir folgen. Okay, das ist schon mal cool. Da muss ich nicht jeden Einzelnen hier durchschleusen. Ist natürlich die Frage, okay, hier ist alles alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Also so, dann müssten wir nämlich direkt beim Ausgang wieder rauskommen. So, hier warten. Wird sich hier noch schnell durchgesneakt. Ja, das könnte ein bisschen problematisch werden, weil er sich nicht bewegt, der Arsch. Ach! Kamera! Die Kamera! So, Leute, das schaffen wir hier noch. Komme ich da echt nicht vorbei? Ich sehe nichts. Kamera, Kamera. Ah, clever. So, dann nehmen wir nochmal mein Reparaturtool hier zur Hand. Ja, macht Sinn, dass die anderen dann einfach hinterherkommen. Hier gibt's Tränke. Ein Trunk auf den anderen Trunk. Ich glaube, anders wären wir jetzt hier auch echt nicht rausgekommen. So, runterfallen lassen. Und Sneak Hermine hat wieder den Tag gerettet. Raus hier. Was hast du hier drinnen zu suchen? Ja, war mein Plan. Was, wer, wo, hä? War, wo kamst du denn jetzt auf einmal her? Wer hat dich denn zur Party eingeladen? War das McGonagall? Keine Ahnung, ich war gerade ein bisschen überrascht, wo die herkam. So, nochmal. Zack. Und dann einfach Gas geben, Alter, oder? Ach, die Kamera. Wo rennt die Truller denn jetzt rum? Nee, das ist nicht McGonagall, das ist ein Vertrauensschüler. Alte Petze. Jetzt durch. Oh, Leute. Gut, dann würde ich aber mal sagen, das ist eine super Stelle, um hier die Folge für heute zu beenden. Ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird. Ich hoffe, ihr auch. Schaltet also das nächste Mal wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Bis dahin, Freunde, haut rein. Ich wünsche euch was. Euer Wishes.